Die Schlagzeilen. Bayreuth gärt auf. Hornbacher Schießen endet mit Gold. Das Saarland hat Bock. Und das Allgäu hat doppelt Bock. Und damit herzlich willkommen zur virtuellen Preisverleihung des Meininger's Craft Beer Award im Monat April. Mein Name ist Benjamin Brauer, ich bin Bierexperte im Meininger Verlag, Mitglied des Vorstands des Craft Beer Awards und an meiner Seite heute Mareike Hasenbeck, Deutschlands bekannteste Bierbloggerin, Biersommeliere, Journalistin und ebenfalls bei uns im Vorstand. Hallo Mareike. Hallo Benjamin, vielen, vielen Dank. Von mir auch herzlich willkommen zur Preisverleihung heute. Wir haben im April alkoholfreie Biere verkostet und Bockbiere. Und ich würde sagen, Benjamin, wir starten mit den alkoholfreien Bieren. Und dazu muss man auch sagen, dass alkoholfreie Biere gerade in Deutschland ja immer mehr Ansehen erfahren eigentlich. Also das Segment alkoholfreie Biere gehört zu den Sparten im Bierbereich, die den größten Wachstum eigentlich verzeichnen. Und ja, die Vielfalt ist gewachsen. Ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren konnte man an der Theke noch kein alkoholfreies Bier bestellen, ohne ausgelacht zu werden. Und ehrlicherweise haben die alkoholfreien Biere ja früher auch gar nicht so gut geschmeckt, meiner Meinung nach. Und da hat sich ganz, ganz viel getan. Und ich würde sagen, wir starten auch schon gleich mit dem ersten alkoholfreien Bier. Das machen wir. Genau, wir haben viele Biere verkostet und haben das beste untergärige alkoholfreie Bier, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, und das beste obergärige alkoholfreie Bier. Und Mareike hat die Ehre, Ihnen das beste untergärige alkoholfreie Bier zu präsentieren. Genau, und zwar sind wir hier im Schwarzwald bei der Ketterer Brauerei. Und das beste Pilz alkoholfrei in diesem Award im April ist das Ketterer alkoholfrei Pilz. Und Benjamin, ich würde sagen, wir probieren das einfach nochmal. Gerne. Zum Starten alkoholfrei ist doch immer gut. Eben. Ja, Ketterer Familienbrauerei in Hornberg im Schwarzwald. Ein Kellerpilz haben sie uns hier eingereicht, sieht man daran, leicht opal, toller, beständiger, weißer Schaum. Und sieht attraktiv aus. Eine wahnsinnig frische Hopfenblume, leichte Zitrusaromen drin, also eine ganz, ganz tolles Aroma. Man käme nicht direkt drauf, dass es alkoholfrei ist, das ist genau das, was du angesprochen hast. Da hat sich so viel getan in den Brautechniken, in der Qualität. Früher war derjenige, der alkoholfrei trinken musste und fahren musste, ja so ein bisschen der Gelackmeierte. Heute ist das durchaus sehr gut trinkbar und dies ist ein Spitzenvertreter. Auf jeden Fall. Und es war früher auch echt so, dass viele alkoholfreie Biere so sehr schwach im Geschmack einfach waren und auch nicht diesen Körper irgendwie haben. Und ich muss sagen, hier dieser Antrunk allein schon, das musiert richtig schön im Mund. Wirklich ein volles Mundgefühl für ein alkoholfreies, richtig schöne Aromenfülle. Wahnsinn. Super. Ganz toll. Hornberg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch nach Hornberg, Familienbrauerei Ketterer. Das beste alkoholfreie untergärige Bier. Ja, nach untergärig kommt obergärig. Das beste obergärige alkoholfreie Bier. Wir haben es hier mit einem Wiederholungstäter zu tun. Ein Bier, was uns schon einige Jahre begleitet und immer wieder sehr gut abgeschnitten hat. Die Schlagzeile lautete vorhin, Bayreuth gärt auf. Und ja, unser alkoholfreies Bier des Jahres 2021 obergärig kommt aus Bayreuth von der Maisels Brauerei. Es ist mal wieder, kann man sagen, das Maisels Weiße alkoholfrei. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich schenke auch dieses jetzt ein. Und wir werden gleich sehen, es ist ein bernsteinfarbener Vertreter. Wow, super Schaum. Wahnsinnig tolle Schaumentwicklung schon mal. Ja, Mareike, warum hat dieses Bier auch dieses Jahr so gut bei uns abgeschnitten? Also allein die Optik ist schon mal super, muss man schon mal loben. Aber auch in der Nase, hier würde ich auch echt nicht denken, dass es ein alkoholfreies Bier ist, weil viele alkoholfreie Biere haben immer so diesen gewissen Würzetouch, sagt man immer. Und hier springt aber wirklich gleich die Nelke, die Banane, so diese typischen Weißbieraromen springen einem hier gleich in die Nase. Ganz toll, ganz tolle auch. Fülle. Reife Banane, wirklich. Also da ist nichts von metallischer Härte oder so, die man früher häufig in diesen Bieren hatte. Also ein Weißbiervertreter, das würde ich gern mal irgendwo in einem alkoholhaltigen Flight mit reinschicken und mal gucken, ob die Leute das erkennen. Das ist gute Idee. Nein, also es hat auch im Geschmack, finde ich, sehr, sehr schöne fruchtige, bananige Noten. Es ist diese Würze von der Nelke ein bisschen mit dabei. Und auch wenn man es runtergeschluckt hat, es ist nicht gleich weg. Also es bleibt sogar noch am Gaumen, auf der Zunge bleibt das Bier sogar noch haften und reizt eigentlich gleich, dass man den nächsten Schluck nimmt. Jo. Und das ist ja das Gute, dass es alkoholfrei ist, weil dann macht es ja nichts aus.
Herzlichen Glückwunsch nach Bayreuth. Mal wieder Platin und dieses Jahr sogar den Titel Bestes obergäriges Bier, alkoholfrei. Herzlichen Glückwunsch, die Meisels Brauerei in Bayreuth. Ja, bislang war es quasi unter 0,5 Promille im Glas. Jetzt machen wir einen ganz ordentlichen Sprung, denn das zweite Thema im April waren die Bockbiere. Passen natürlich zur Bockbierzeit im Frühjahr, Maiböcke etc. Und auch hier haben wir zwei wunderbare Vertreter gefunden. Einmal den Bock des Jahres und einmal den Doppelbock des Jahres. Mareike, der Bock des Jahres, die Schlagzeile dazu lautete: Das Saarland hat Bock. Nun sag doch mal, was hat es denn mit dem Bock des Jahres auf sich? Also ich habe richtig Bock, muss ich sagen, Benjamin. Und zwar ist der Bock des Jahres 2021 aus dem Saarland von der Carlsberg Brauerei. Der starke Bock, 6,6% Alkohol, 28 Bittereinheiten steht sogar drauf, sehr interessant. Und ich würde sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Carlsberg Brauerei. Und Benjamin, wir probieren den jetzt nochmal. Und auch hier ein Wiederholungstäter. Ich glaube, das ist jetzt zum zweiten oder sogar dritten Mal, dass dieses Bier bei uns Platin, also die höchste Auszeichnung, abgeräumt hat. Und das muss man erstmal schaffen. Also so eine Konstanz auch zu beweisen und die Jury von Jahr zu Jahr immer wieder zu überzeugen, da gehört einiges zu. Definitiv. Auch hier in der Farbe ist so richtig schönes. Ja, also es hat so einen leichten roten Schimmer, kastanienbraun, schöner cremefarbener Schaum. Wahnsinnig Dörrfrüchte haben wir da. Pflaume, ein bisschen Aprikose vielleicht sogar. Eine richtige Tiefe drin. Klar, stark malzorientiert, malzdominiert, ist ja auch ein dunkler Bock, aber rote Beeren entdeckt man. Und genau das, was der Duft schon verspricht, finde ich, hält es auch im Geschmack. Und hinten raus kommt so eine schöne Karamellnote, die noch bleibt. Sehr, sehr schön. Und auch eine leichte Herbe, das finde ich ja auch bei Bockbieren toll, wenn die nicht so ganz süß und mastig ausklingen. Ja. Sondern so einen kleinen Hopfenkick hinten raus haben, der einfach dazu einlädt, den nächsten Schluck zu nehmen. Und das ist ein, ja, was hast du da, 6,5 Volumenprozent stark? Und ich finde, das merkt man gar nicht. Wahnsinnig also gut eingearbeitet, fast schon süffig für den Bock. Ja. Gefährlich, aber ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Der Bock des Jahres. Das starke Bock heißt es, oder? Ja. Starkes Bock. Starkes Bock. Ein starkes Stück. Ja, Benjamin, jetzt hatten wir gerade einen Bock, dunklen Bock, und jetzt wird es noch stärker. Möchtest du uns verraten, was der Doppelbock des Jahres 2021 ist? Ja. Das Allgäuer Doppelbock hieß es ja vorhin bei uns in den Schlagzeilen. Und der Doppelbock des Jahres kommt von der Zödler Brauerei aus dem Allgäu, genauer gesagt, hänge ich jetzt? Okay, nochmal. Der Doppelbock des Jahres kommt von der Zödler Brauerei aus dem Allgäu, genauer gesagt aus Rettenberg im Allgäu. Und es ist der St. Stephansbock. Und auch den, zwar noch früher am Tag, aber wollen wir doch nochmal reinriechen und reinschmecken, Herr Reike. Sehr gerne. Ah, es fließt auch schon in so einem schönen Kastanienbraun ins Glas. So, wie viel haben wir denn hier? 7,1 Volumenprozent. Also der Schritt von eben vom Carlsberg-Bock gar nicht so groß. Aber die Aromen dürften jetzt noch mal um einiges intensiver sein. Ja, also es hat in der Nase wirklich so richtig schöne Lakritznoten. Es hat was Nussiges, geht schon so in die Richtung Haselnuss, finde ich. Auch ein bisschen was Fruchtiges. Und allein die Optik macht ja schon Lust, ne? Diese leichte, diese kastanienbraune Färbung des Schaums. Hat fast schon was Dessert-haftes, ne? Dazu jetzt ein Braten. Aber dabei auch nicht zu schwer, nicht so zumachend, sondern irgendwie noch mit so einer leichten Waldbeeraromatik drin. Ja. Die so ein bisschen was Erfrischendes sogar in diesen Bock bringt. Und das ist aber auch die Kunst bei den dunklen Böcken, nicht einfach zu eindimensional in die tiefe Malzaromatik zu gehen, sondern so eine Waldfrucht noch mit reinzubringen. Sehr, sehr harmonisch auf jeden Fall. Der St. Stephansbock aus der Zödler Brauerei ist ein saisonales Produkt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt schon fast wieder vorbei. Also man muss sich jetzt, glaube ich, beeilen, dass man den Doppelbock des Jahres noch kaufen kann. Ansonsten leider aufs nächste Jahr warten. Ja, das waren die vier Biere des Monats April. Im Mai geht es bei uns weiter mit Weizen, hell, Bernsteinfarben, dunkel.
und Alt- sowie Kölsch-Bieren. Ja, da freuen wir uns drauf. Schalten Sie wieder ein in gut einem Monat. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleiben Sie gesund. Ciao. Tschüss.